Schwester, ach bitte, seid ihr von der Kirche? Ihr müsst mir helfen. Was ist denn los? Sie will ich reinlegen. Mein Kind, mein Junge, er ist ganz plötzlich krank geworden. Bitte, ihr müsst ihn retten. Goodness. Ich verstehe. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um ihm zu helfen. Bitte bringt mich zu ihm. Thank you so much. Ach, vielen Dank. Er ist gleich dort entlang. Geh doch nicht einfach vor, du dumme Kuh. Wo ist denn nun das Kind? That's right. Ich habe die Klerikerin mitgebracht, Bruder. I am most grateful. Das hast du gut gemacht. Der Heiland wird erfreut sein. What? Wie bitte? Schwester Ophelia, es ist nicht klug, Fremden zu viel Vertrauen zu schenken. Denn es gibt viele in dieser Welt, die begierig darauf sind, andere zu betrügen. Der Heiland hat eure Ankunft vorhergesagt. Er sagte, eine Klerikerin werde kommen, um die Glut zu suchen. Er erklärte, in Wahrheit sei sie eine Hexe, mächtig genug, um Herzen verzaubern zu können. Und dass wir sie fangen sollen, bevor sie unser Dorf ins Verderben stürzt. Eine Hexe? Ein Moment mal, lass mich das mal erklären. Wo bin ich? Endlich wach, Schwester Ophelia. Moment mal, ihr seid doch... Was? Meister Matthias, aber ihr könnt doch nicht... Ah, aber ich bin es. Ich nehme an, es ist nicht mehr nötig, die Wahrheit vor euch zu verbergen. Ich bin es, den diese Leute hier Heiland nennen. Hier? Also war derjenige, der Liana dazu gebracht hat, die Glut zu stehlen? Yes. Ja, auch das war ich. What? Aber warum? Warum tut ausgerechnet ihr so etwas? If I might. Vor langer Zeit holten die Götter das Feuer vom Himmel auf die Erde, um einen der ihren wegzusperren. Daraus wurde die heilige Flamme, die heute im ganzen Land verehrt wird. Aufgrund eurer Stellung in der Kirche gehe ich davon aus, dass euch die Geschichte unserer Welt wohl vertraut ist. Aber ihr solltet euch fragen, was geschehe, wenn die heilige Flamme ihre Macht verlieren und nur noch schwächelnd flackern würde. This cannot be. Ihr habt doch wohl nicht vor, den gefallenen Gott zu befreien. Oh, aber nicht doch. So töricht bin ich nicht. Doch selbst in seinem Gefängnis besitzt Galdera noch große Macht. Macht, die er gnädigerweise mit mir teilt. Wächst sie, so wächst auch die meine. You must stop. Aber dies ist eine verbotene Macht. Deshalb haben die 12 Götter Galdera bis in alle Ewigkeit weggesperrt. Diese Macht ist nicht für Menschenhand gedacht. Das habt ihr nicht zu entscheiden. Wenn die Macht existiert, um ergriffen zu werden, dann existiert sie auch, um benutzt zu werden. You're wrong. Ihr seid abscheulich. Oh. Sind wir nicht alle gleich, Schwester? Seht euch doch nur diese armen Dorfbewohner an. Als die Krankheit grassierte und die Verzweiflung groß war, musste ich nur ein paar von ihnen retten. Und schon waren sie ganz erpicht darauf, mich Heiland zu nennen. Ihr habt sie gerettet? Yes. Als treuer Diener Galderas kann ich einen Teil seiner immensen Macht nutzen. Und selbst das ist nur der Bruchteil eines Bruchteils. In der Gefangenschaft sind die Kräfte des Meisters nicht mehr ganz so groß wie einst.
Doch mit Schwester Lianas Hilfe werde ich die Fesseln lockern. Liana. Liana? Liana ist hier? Natürlich. Sie ist meine loyale Vestalin. What? Vestalin? Jetzt muss ich leider gehen. Ich habe noch einige Vorbereitungen zu treffen. Keine Angst, Schwester Ophelia. Solange ihr euch mir nicht widersetzt, werde ich euch nichts zuleide tun. Immerhin brauche ich vielleicht einen Ersatz für Liana, falls etwas schief gehen sollte. Was? Moment, wir sind hier noch nicht fertig. Ich glaube, er ist der andere Ansicht. Einen Weg hinausfinden. Ja, Mensch. Wir müssen Liana schnell zur Hilfe eilen. Let me speak. Bleibt, meine Liebe. Vorerst können wir nichts tun. Ja, aber... Panik führt zu Fehlern. Das würde die Situation noch verschlimmern. Wenn ihr es sagt... Eins nach dem anderen. Ihr braucht Ruhe für euren Körper und euren Geist. Es ist wie auf der Jagd. Der Jäger muss besonnen und wachsam bleiben. Sonst dreht die Beute den Spieß um und der Jäger wird zum Gejagten. Das wollen wir nicht. Also hört zu, ihr müsst Geduld haben. Unsere Zeit wird kommen und wenn sie da ist, schlagen wir gemeinsam zu. Ich bin dankbar, euch an meiner Seite zu haben, Hanit. Nun werde auch ich meinem Ratschlag folgen und etwas schlafen. Weckt mich, wenn ihr mich braucht. In Ordnung. Na, wie schön, sie ist sofort eingeschlafen, einfach so. Tja. Schauen wir doch mal. Haben wir hier irgendwas? Nö. 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 Okay, dann abwarten und sehen, was passiert. Ophelia? That voice. Liana? Shh. Not so loud. I'm sorry, Ophelia. I'll get you out of here. But, Liana, why? I'm sorry, Feely. I did it for my father. He's gone. He left us forever. But the Savior promised me he can bring father back. All I need to do is act as his vestal. Listen to yourself, Liana. This is madness you speak. What? How could you say such a thing? Do you not even care that father is gone? Liana? All those days we spent together, you and me and father, dining together, talking together, laughing together. We'll never know that happiness again. Don't you even care? I do care, but that doesn't mean you can bring back the departed. I can't believe you, Ophelia. Were you always this cruel-hearted? Listen to me, Liana. Of course I wish His Excellency were still alive. But those who pass through the gate to the afterworld are never to return. And if you let that man use this forbidden power, there's no telling what horrors might be unleashed. I won't give up. Father is coming back. I'll see to that. When he's back, we can all be a family again, just like before. Wouldn't you like that too, Feely? I'll leave the door unlocked. Please. Get away from this place before anyone finds you. And just leave the rest to me, okay? Na, ich weiß ja nicht. Liana! Hm.
Na, ich weiß ja nicht. Gut, ich glaube, mit den Reden bringt nicht viel. Fräulein Liana hat sich zu den Lehren des Heilands bekannt. Sie hat eingewilligt, ihm als Vestalin zu dienen. Gut! Endlich werden sich alle unsere Wünsche erfüllen. Der Heiland, Matthias, hat diese Leute überzeugt. Sie glauben ihm jedes Wort. Aber was meinen sie denn überhaupt? Wünsche? Oh. Aber trotzdem, war es richtig, was wir diesem armen Mädchen angetan haben? Eine Klerikerin der Kirche anzugreifen und dann auch noch die Flammenträgerin. Das kommt mir irgendwie falsch vor. Boah. Wann hat denn jemals das Vertrauen in die Flamme jemanden gerettet? Nur der Heiland verdient unseren Glauben. Just so. Verdammt richtig. Der Heiland hat uns vor der Seuche gerettet. Die er wahrscheinlich selber verursacht hat. Wenn wir seinen Worten folgen, werden wir erlöst werden. Hi. Hört. Oh. Ich schätze, da hast du recht. Komm schon. Der Heiland hat gesagt, wir sollen zur Höhle vor der Stadt kommen. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Eine Höhle? Dort müssen Liana und Matthias gegangen sein. Now then. Also gehen wir in die Höhle. Ich frage mich, wie alt sie wohl sein mögen. Jetzt ist nicht die Zeit für archäologische Studien, Professor. Ja, ihr habt recht. Priorität hat nun, Liana zu retten. Die Höhlen könnten jedoch eine Antwort auf unsere Frage bergen. Was für eine Frage denn? Warum hat sich Matthias gerade für dieses Dorf entschieden? Kann es sein, dass die Zeremonie in diesen Höhlen stattfinden muss? Genau das hatte ich mir gedacht. Wenn das wahr ist, sind die Höhlen von großer Bedeutung für Matthias' Pläne. Aber habt keine Angst, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um eure Freundin zu retten. Dann können wir nicht scheitern. Nö? Dann schauen wir doch mal. Ebenholzgrotte. Ja, passt schon. Wir sind voll geheilt. Zwar nur was die GP angeht, nicht die FP. Aber ich denke, das passt trotzdem. Nochmal ganz kurz speichern. So. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Und hier ist das M. Okay. This is the beginning of your end. Das sieht interessant aus. Okay, die haben eine Feuerschwäche und noch irgendwas anderes Elementares. Das ist halt die Frage, was die andere elementare Schwäche sein wird. So, du holst auf jeden Fall erstmal einen Pfeilhagel raus, um die andere Fledermaus nochmal zu breaken. If thou darest.
Okay. Oh, nochmal. Oh, Mensch. Dann greifen wir die mal noch ein bisschen mit an. So. Ah, perfekt. Lichtschwäche. Sehr nice. So. What next? Verschatten alle. Finde ich gut. Will ich haben. So. Die alle Klebschnecke. Renn weg. What next? So, und dann kommt hier also ein Schneesturm. Und der macht dann ordentlich Schaden. Also so richtig ordentlich Schaden. Das sieht hier richtig geil aus gerade. Holy shit. Nee? Nee. So komme ich da nicht ran. So auch nicht. So komme ich aber hier ran an die Marmelade. Lecker Marmelade. Lecker Schmecker. Oh, hey. Out of my way. Hm. Wenn es nicht so funktioniert, wie ich es gehabt hätte. Naja. Das gewinnt, ist euch egal. Schade. Okay. Feuer. Ist euch leider auch egal. Menno. Ja, komm. Hier. Licht ist wahrscheinlich wieder eine Schwäche. Ja, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Bogen leider nicht. Gut. Kann ich auch mitleben. So, nochmal ein GP-Dieb. Therion heilt sich wieder ein bisschen hoch. Das macht er gerne. Nope. Auch keine Schwäche. Schade. Okay. Ha. Okay, eine kleine Schwäche gewesen, aber immerhin genug Schaden. Penner. Was soll denn das? Ah, gut. War jetzt doch deutlich schlechter, als ich gehofft habe. Was auch immer das gerade war. Ich habe keine Ahnung, was es bewirkt hat. Ich habe aber Angst. Hm. Wow. Ja, nur gut, dass ich gerade gespeichert hatte. Oh boy.